Jetzt singen wir alle zusammen. Um 17 Uhr wird unser Gigi noch ein kleines Konzert geben und danach ist Open End und wir haben hoffentlich alle Freude und Spaß. Ich möchte mich bei allen bedanken, die von nah und fern gekommen sind. Vielen Dank, habt Freude!
Hallo, hallo, hört mich jeder? Wer Fotos haben möchte mit Gigi, wir stellen uns jetzt mal alle hier vorne hin, wir stellen uns an. Ich mache von jedem ein Foto, bitte Handy bereithalten. Gigi kommt natürlich dazu. Und eins mache ich jeweils mit meiner Kamera noch. Okay. Ja, geht das in Ordnung? Schön anstellen, wir sind jetzt bereit. Tschüss. Dass wir alle hier zusammen sind und ich warte nun schon seit 2 Jahren auf diesen Moment und für dich, lieber Gerd, habe ich heute eine ganz besondere Überraschung.
Songtext. Nicht. Geht sofort los, come on, Action. Ach so. Das traue ich mich jetzt nicht. Okay, hier die Originalversion. Thank you.
So viel Applaus für so einen kleinen Kerl, sag ich immer gesagt. Also mit 72 muss man natürlich nach jedem Titel eine kleine Pause einlegen. ich weiß ja gar nicht, was kommt jetzt gerade um? Achso, ja. Gut, kannst du schon mal erfahren. Ich traf dich in dem Café. Liebe von null auf mir ging und ich gab dir meine Hand. Du sahst mich an und ich spürte, du warst in Tränen nah. Weil es vorher in deinem Leben noch niemals so schön war. Dich nie mehr los. Es war mit uns wie im Film, wir waren das Happy End. Wie ein pausenlos Kribbelgefühl, das ich Wolke 7 nenne. Ich sah dich an und ich spürte, du warst in Tränen nah. Dein Herz für alle Zeit. Ja.
Ich probiere es einfach.
Also, das ist wirklich Weltpremiere hier im Antritt für euch extra. Sexy Bomba, Ale Ale Alexandra.
sexy Bomber. Wo sind die Hände? Gestern zog sie ein in unsere Nachbarschaft. Mich gleich erwischt. Wenn es noch keinen für dich gibt, oh Baby, bin ich genau dein Typ. Und jetzt. Alle, alle, Alexandra, alle, 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 Manga, taka, taka, Lady Wonder, taka, taka, sexy Bomba. Alle, alle, Alexandra, alle, alle, Alemannia, taka, taka, Lady Wonder, taka, taka, sexy Bomba, 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 die Hände. Morgens, wenn die Sonne deine Kurven küsst, klar, dann riskier ich einen Blick. Und weil du so süß und sexy bist, lachst du bestimmt ganz lieb zu mir. Alle, alle, Alemannia, taka, taka, Lady Wonder, taka, taka, sexy Bomba. Alle, alle, Alexandra, alle, alle, Alemannia, taka, taka, Lady Wonder, taka, taka, sexy Bomba, Bomba, Bomba. So jetzt mal die Hände. Also ihr nehmt schon mal so die Hände so ein bisschen nach oben. Ja, und ihr hier da am Tisch. Komm mal her, Jungs, ihr seid alle jung. Stellt euch mal hin. Stellt euch mal hin da. Ja, genau, ihr drei. Ihr drei. Wo kommt ihr denn her? Göttingen da hinten. Ja, Mai. Wie alt seid ihr so? Anfang 20? 18. Deutscher Schlager. Das finde ich geil. So, jetzt ziehe ich meine Kleine auch. Ja, wirklich. Gut, hast du drauf? Okay. Hier, ihr könnt euch auch gerne mal hinstellen. Guck mal, okay, also ein bisschen sehe ich euch gar nicht mit meinen 1,90 hier, also. Auf geht's. Ganz gerne ein bisschen Schub gehen. Also pass auf, die Hände gehen nach oben. Nicht, nicht klatschen, wir winken erstmal von links nach rechts und singen alle. Ich höre euch, Achtung. Geschehen. Es hat gefunkt, ich konnte es in deinen Augen sehen. Könnt ihr den Text? Achtung!
Du kannst mir ruhig mein Herz klauen heute Nacht. Ich habe nichts dagegen, wenn du's machst. Denn du weißt, eins hab ich schon. Du hast es grad an mich verloren. Oh, ja. Du kannst mir ruhig mein Herz klauen heute Nacht. Denn morgen früh, da werd ich mit dir wach. Du bist meine Traumfrau. Du kannst mir ruhig mein Herz klauen. Mein Chor singt mal ganz alleine. Achtung! Ich höre nichts. Komm schon zusammen. Lang schon gewartet und ich wehr mich nicht, kannst von mir alles haben. Sing dir mit mir. Du kannst mir ruhig mein Herz klauen heute Nacht. Ich habe nichts dagegen, wenn du's machst. Denn du weißt, eins hab ich schon. Du hast es grad an mich verloren. Halleluja. Du kannst mir ruhig mein Herz klauen heute Nacht, denn morgen früh, da werd ich mit dir wach. Du bist meine Traumfrau. Yep. Du kannst mir ruhig mein Herz klauen. Die Hände gehen noch mal nach oben, wir klatschen. Ihr singt alleine für mich, Achtung. Hör ich einfach nicht. Komm, bis nach Eschwege. Achtung! Ein letztes Mal zusammen. Du kannst mir ruhig mein Herz klauen heute Nacht. Denn morgen früh, da werd ich mit dir wach. Du bist meine Traumfrau. Oh ja. Du kannst mir ruhig mein Herz klauen. Du kannst mir ruhig mein Herz klauen. Dankeschön. So zwei, drei Worte zu dem Lied. Also es sind alle hier, die an dem Song beteiligt waren, also mit dem Mu, also der Michael Murauer, ein sehr, sehr guter Freund, der mich seit 20 Jahren schon kennt, und der Gerd Jacobs, der das Ding auch produziert hat. Stimmen haben wir eingesungen bei Mu. Also, wo ist er denn? Mu! Mu! Kommt da mal nach hier vorne, Mensch. Und Gerd, kommt da mal nach hier vorne. Und Bernd Schütz, kommt da mal hierher. Ja. Wollen wir euch mal vorstellen, wer hier so alles so mit dran beteiligt ist an den Songs. Ja. Also, der Michael Murauer. Wo ist er denn? Wieso? Kommt doch mal vor dem letzten Lied, da könnt ihr mit uns singen. Ah, ja. So. Ja. So, mal Riesenapplaus. So, Jungs, Mädels, hier, wir machen jetzt noch einen Song zusammen. Kommt doch noch mal ein bisschen nach hier vorne. Alle, die so, ihr seid alle so weit weg.
Und wenn ihr wollt, dann komm mal hier. Komm mal hier. In einem Song machen wir noch zusammen. Komm mal her, komm. Das ist so weit weg. Und ihr auch, kommt mal nach hier vorne. Hier, also so ein bisschen weiter nach vorne. Ihr an dem Tisch, komm. Bisschen nach vorne. So, also. Man nennt sie auch die Tütenkleber. Also, Gerd Jacobs, Produzent, an vielen Songs mit beteiligt. Michael Morauer, wie ich eben gerade schon sagte, 20 Jahre, auch schon über 20 Jahre, habe ich auch meinen ersten Song bei dir aufgenommen. Songs schreiben wir alle zusammen. Und Bernd Schütz, der wirklich auch viele Songs für Gerd geschrieben hat. Da gibt es so eine kleine Story. Wir hatten bei ihm 2014 war das gewesen. Haben wir bei ihm Weihnachten gefeiert. Er war oben, ich war gerade noch unten gewesen, mein Vater und so weiter, und habe eine geraucht. Und da gab es einen Rohling von Bernd Schütz unter seinen 20.000 CDs, die da alle lose rumfliegen. Und dann habe ich Words hab ich gesucht, den Song von Bee Gees. So, dann fällt mir der Rohling in die Hände Bernd. Da dachte ich mir, oh, Bernd Schütz. Naja gut, wir das Ding reingemacht, der erste Song wie eine Symphonie, damals auch die Single geworden. Und ich hole ihn runter, sag mal, du Trottel, was hast du denn da für einen Rohling liegen mit so geilen Songs drauf? Und er sagt, weiß ich nicht. Und ich sage, ja, Bernd Schütz, weiß ich nicht. Und es war wohlgemerkt 24.12., Heiligabend. Er kommt runter und da war seine Nummer noch drauf gewesen. Und er ruft ihn nachts um eins an und sagt, ja, hier ist der Gigi Anderson und deine Songs so geil. Und er am nächsten darauf gemacht, ja, da wollte mich einer verarschen. Naja, so viel dazu. Also ist wirklich ein sehr, sehr gutes Team. Und natürlich der werte Herr, der die Texte alle kann. Der Alte. Ja. Gut, wir machen jetzt noch einen Song. Machen wir. So. Ja, ich dachte, ihr bleibt mit hier. So ein bisschen tanzen und so weiter. So. So, habe ich denn von dem Team noch jemand vergessen? Nee, ne? Nee, alle drei. Technik, Pascal, genau. Super Technik. Und hallo. Töchterchen ist heute auch da mit Mama Larissa, also zum ersten Mal. Nee, also du hast die Mila. Nee, du hast die ganzen Gangster geholt. Also das ist ja. Gangster-Rapper. Ey, ihr Lieben, habt ihr noch Lust auf ein Lied mit uns? Ja. Wirklich? Ich glaube, der Grill ist mittlerweile angeschmissen. Es riecht so schön nach Bratwurst. Also den kennt ihr alle. Ich sage ja immer wieder, ich arbeite in der Psychiatrie. Bei dem Song könnt ihr ausflippen, wie ihr wollt. Ihr könnt tanzen, ihr könnt euch nackig machen. Ich erzähl's keinem. Oh ja. Medikamente schicke ich euch dann. Okay, seid ihr bereit? Ja. Gut. Da ist halt noch die, diese ältere Version. Gut, auf geht's. Ja, ich fange an und dann, seid so gespannt. Seid ihr bereit? Warte. Seid ihr bereit? Ja! Auf geht's. Achtung. So, die Hände gehen ein letztes Mal nach oben. 1-1, ich höre nicht. Ich hab die Sterne von Rio gesehen, Sonne von Capri im Meer. Ich küsste die Mädchen in Rom und Athen, Abschied fiel jedes Mal schwer. Die Männer am König, sie luden mich an. Ein Vagabund kommt selten allein. Adios zum Abschied. Also, und jetzt ganz alleine. Cheerio, na na, na na, ich komm bald wieder, singe meine Lieder zusammen. Cheerio, na na, na na, cheerio, na na, na na, na so schön wie heute, wird's wieder sein. Trink auf die Liebe und das, was ich mag. Frag nicht, was wird morgen sein. So jung wie heute sehen wir uns nie mehr. Schon bald sind wir wieder allein. Nur noch ein Gläschen, dann wird Schluss gemacht. Wir haben geliebt, wir haben gelacht. Adios zum Abschied. Heute. So, wir haben gesagt, ausschnippen zusammen. Cheers. Cheerio, na na na, cheerio, na na na.
Jetzt auf ein Bierchen, auf ein Kippchen. Schön, dass ihr alle da seid. Und eventuell am 30. Juni Johannesfest. Bratwurst. Schönen Abend wünsche ich euch. Bratwurst. Schützen. Oh, du bist mein.
smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. And I give you all my love. A prayer to talk to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Also ist wirklich auch ein super Musiker. Und wir haben ja, was er nicht weiß, was er nicht wisst, ist, der liebe Bernd, nicht nur, dass er sehr viele Songs für mich geschrieben hat, auch jetzt für Daniela Alfenite auf dem neuen Album hatte. Wie heißt der Song auf dem Daniela Alfenite Album? Ich bin wieder ich. Ich bin wieder ich. Von ihm. Ja, ich meine. Und er hat früher einen riesen Hit gehabt. Kannst du das mal ansehen? Oder? Komm, geh mit mir nach Kanada, dort werden. Perfekt. Ja. Hast du das da? Hast du das Stick mit? Nein. Ja gut, dann daddelst du jetzt ein bisschen zweite Stimme. Song ist ja von dir. Ne? Und, Symphonie. Wie eine Symphonie. Dem war 2014 zum ersten Mal. Ja, du hängst dich einfach mit drauf. Los, dann hau mal rein und ein bisschen, kannst du Gas geben hier. Ne? Also der hat schon ein bisschen Bums. Ist ein Remix. Mal neu gemacht, kommt jetzt irgendwann raus. Yeah. Licht fällt sanft
hat er eine hohe Stimme. Hier, pass auf. Ja. Es gibt noch einen Song von dir. Noch einen. Ja, 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 der da auch mit drauf ist. Ich frage nochmal so in die Runde. Einen würde ich noch, oder würden wir mit euch machen? Ja. Hast du, ja? Ja. Leute. Habt ihr noch Lust? Ja! Also es gibt ja die Party des Jahres. Du machst ja jeden Tag Sport, ne? Wie ich weiß, du gehst jeden Tag laufen. Ne? Also das ist jetzt nochmal Volldampf, Vollgas. Wir können alle, kannst du auch. Mach du mal. Nee, nee, das machst du mit mir zusammen. Ich unterstütze dich von hinten. Wie alt bist du, 40, ne? Fast. Ja, fast. So. Kannst du bei dem Lied, kannst du nochmal ein bisschen hochgehen, dass man schön also mit der Musik und mit der Stimme, dass wir schön nochmal so den Bass spüren und dass wir alle nochmal ein bisschen Gas geben. Ja, ihr habt ja eben gesagt, ihr könnt alle noch. Sehe ich jetzt einen von euch, der nicht mitklatscht, hau ich euch das nackte Ärschchen, das sage ich euch. So, also was meinst du? Haben wir schon Dampf drauf? Bernd, Text kannst du noch? Nee. Kannst du auch nicht? Nee. Aber mach mal. Das ist die Party. Das, ja. Ne? Also du setzt ja, dann irgendwann ja. Ein, ne? Weißt du irgendwo, es geht. Bin ja schon. So, meine Damen und Herren, für euch mit der Party des Jahres, Bernd Schütz! Ja, okay. Lange Zeit haben wir gewartet, doch jetzt ist es endlich soweit. Heute wird die Stimmungsrakete gestartet, ein jeder macht sich schon bereit. Heute feiern wir alle zusammen, ganz egal ob groß, ob klein. Keiner bleibt allein zu Haus, heute wollen wir glücklich sein. Kommt der Altmeister nochmal. Newcomer, also, merkt euch den also GGN. Es ist erstaunlich, der hat eine so hohe, habt ihr das mitgekriegt, dass der für eine hohe Stimme hat? Hast du die Dinger nicht machen lassen?
Gut, macht doch mal einen riesen Applaus für unseren Michel und für unseren Bernd. Und schreibt, er hat schon wieder einen. Er hat schon wieder einen. So, 1, 1, 1, 1. Ich nehme das jetzt. Ja, er hat schon wieder einen mega Song geschrieben, der Bernd. Für mich, schon für das nächste Album. Und wir machen jetzt einen schönen, ruhigen. Da ist er. Ja. Die alten Männer müssen ja wieder etwas ruhiger. Kann nicht so rumschwatzen. Gesehen, wie der gesprungen ist, der Michel, so unglaublich. Da würde, meine Bandscheibe hinten, meine Bandscheibe 4, 5, die wird. Was habe ich? Jetzt sagen wir alle auch. Nein, heute mache ich nur noch Chaka. So, denk an den Hallen. Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, bei euch allen, dass ihr gekommen seid. Das war wirklich grandios. Wir haben so viel Spaß gehabt und jetzt sehen wir uns der ein oder andere in Eschwege. Ja, aber hier ist natürlich ein wunderschöner Ort. Ne? Also wir müssen hier auch wieder demnächst irgendwie mal ein Open Air machen mit vielen, vielen großen Kollegen. Haben wir ja schon gemacht, das kriegen wir wieder hin. Und bleibt alle gesund bitte. Passt auf euch auf. Und und ich hoffe, dass ich irgendwann einen ganz geraden Mund habe, dann kann ich wieder richtig schön knutschen. Meine Frau natürlich. So, denk an den Hall. Ne? Okay, alles klar, ihr Lieben. Hossa. Weiße Rosen schenk ich dir, für dein Herz ein Dankeschön von mir. Alle Zeit ein Leben lang, denn mit weißen Rosen fing es an. Ich sah dich das erste Mal, mit weißen Rosen blühte in den Arm. Wir waren uns sofort so nah und spürten, wir sind füreinander da. Und jetzt zusammen. Weiße Rosen schenk ich dir, deine Liebe möchte ich nie verlieren. Und die Wärme deiner Haut, deine Zärtlichkeit mir so vertraut. Weiße Rosen schenk ich dir, wie ein Liebesbrief für dich von mir. Und es blühen immer mehr weiße Rosen auf dem Weg zu dir. Der erste Frühling, Frühling mit euch. Herzen so glücklich waren wir. Und du sagtest, ich liebe dich, ich bin dir treu. Es ist so geblieben, geblieben bis heut. Weiße Rosen schenk ich dir, für dein Herz ein Dankeschön von dir. Alle Zeit ein Leben lang, denn mit weißen Rosen fing es an. Ich sah dich das erste Mal, mit weißen Rosen blühten in den Armen. Wir waren uns sofort so nah und spürten, wir sind füreinander da. Weiße Rosen schenke ich dir, für dein Herz ein Dankeschön von dir. Alle Zeit, ein Leben lang, der mit weißen Rosen fing es an. Weiße Rosen schenk ich dir, wie ein Liebesbrief für dich von mir. Und es blühen immer mehr weiße Rosen auf dem Weg zu dir. Und es blühen weiße Rosen auf dem Weg zu dir.
Super, danke. So, Birgit, kommst du bitte. So, ich wollte wenigstens die wichtigste Person des Tages, die alles organisiert hat, die sich um allen Mist gekümmert hat. Meine liebe Birgit, ein Riesenapplaus für Birgit und da ist der Alte, der Andi. Die beiden haben das gemacht. Nee, stopp, der Hund auch, Ella auch. Birgit, vielen, vielen Dank. Ganz toll, wirklich. Also, naja. Wie lange bist du jetzt schon mein Büro morgen nicht mitgerechnet? 7 Jahre. Was? 7 Jahre. Geht noch oder kannst du noch? Geht noch. Ja? Geht noch. Ja. Also, wir ziehen noch ein bisschen durch. Und ich würde sagen, wir trinken noch einen kleinen. Ne, und dann. Oder zwei. Oder drei. Oder wollt ihr noch irgendein Schweinelied von mir? Quatsch. Ne? Gibt es noch irgendein Lied, was? Ich würde es wieder tun. Ja. Ich weine nicht beim Abschied. Oh ja, ja. Ich würde es wieder tun. Ich weiß noch nicht. Wie heißt denn das Lied überhaupt? Ich würde es wieder tun. Auf welchem Album war das drauf? Von Santa Maria. Hm? Ach so, ja, ja, ja. Ja, das hab ich noch nie da gesungen. Nee, nee. Nein, das hab ich wirklich nicht. Aber das ist ein schönes Lied, ne? Ja, das ist mein Lied. Mir ganz egal, ich würde es wieder tun. Ja, ja. Dann geht ans Mikrofon, macht ihr das doch mal. Und ich höre euch zu. Pass auf, wir machen das jetzt so. Da, wo am meisten Applaus kommt, geh doch mal in diese, genau, also fangen wir an. Küss mich in den Himmel. Eine Stunde dein Mann zu sein. Schweinchen, ne? Da können wir das ja gleich machen, ne? Was mit Lena? Also das ist schon eindeutig klar. Stunde dein Mann zu sein, gut. In dem Alter muss er eine Stunde rein. Schon. So. Oh, und schon, wir können die Texte machen. Wenn ich hier singe, glaub mich. Dann nur
dass ich irgendwann die Chance habe. Und jetzt geh mal alleine. Eine Stunde dein Mann zu sein, das muss ja der Liebeskummer lohnt sich nicht, auch wenn mal dein
zerbricht. Manjana, manjana, lach dir die Sonne ins Gesicht. Liebes Kummer geht vorbei und dann bist du vogelfrei. Manjana, manjana, schon mal beginnt dein Leben neu. Manjana, es kann schon mal manjana, manjana. Und jetzt die Text, Jungana. Liebeskummer lohnt sich nicht, auch wenn mal dein Herz zerbricht. Manjana, manjana, lach dir die Sonne ins Gesicht. Liebeskummer geht vorbei und dann bist du vogelfrei. Es gab nach getanzt. Liebeskummer lohnt sich nicht, auch wenn mal dein Herz zerbricht. Manjana, manjana, lach dir die Sonne ins Gesicht. Liebeskummer geht vorbei und dann bist du vogelfrei. Manjana, manjana, schon mal beginnt dein Leben neu. So, also wer jetzt hört, ich habe ich alle selbst gepflückt natürlich. Guck mal, von Monika von mir, bin ich immer Schatz. Er hat das gefilmt. So, und jetzt habe ich noch eine riesen Überraschung. Also wer will, kann jetzt nach vorne. Es gibt jetzt wirklich eine absolute einmalige Geschichte. Und zwar, ich habe vor 100 Jahren ja meine erste Platte gemacht. Mein erster großer Hit, Mama Lorraine. Ja. Könnt ihr euch erinnern? Ja. Und da hat die Plattenfirma damals so einen Button gemacht. Mit dem Bild von Mama Lorraine, was man sich so anstecken kann. Und da hätte ich für jeden einen. Also, ja, ja. Also ich glaube, wenn ich das jetzt Internet hatte, würde für 100 Euro würde so einer bestimmt weggehen. Weil das war der einzige, den sie je gemacht haben von mir, diesen Button. Hast du den mal gesehen? Ja. Ach, du kennst ihn? Ich kenne ihn. Okay. Aber nur von sehen. Okay. Mal gucken, geht sofort los. Liebes Kummer lohnt sich nie, auch wenn mal dein Herz zerbricht. Manjana, manjana, lach dir die Sonne ins Gesicht. Manjana, manjana. Hört, da ich jetzt mal, ich habe Monika noch den ganzen Tag noch nicht gesehen, mal zu meiner Frau möchte, mache ich jetzt diesen Beutel dahin. Du machst doch ein bisschen Platz da. Und an dem, genau. Und sollte, es kann ja sein, dass da jemand noch, ich habe schon, also in meiner Stammkneipe habe ich auch ein paar verschenkt. Die wollten alle mit dem Filzstift noch eine Unterschrift drauf, aber das würde jetzt zu lange dauern. Ja, komm. Ein Riesenapplaus für unseren Peter. Jawohl. Mein Fahrer. Ohne Peter würde ich nie und nirgends auf dieser Welt ankommen. Peter, vielen Dank. Das ist ein guter. Vielen Dank, Peter. Oh, fein. So. Ich wollte mal kurz zeigen. Ach, was ist ja schicker.
Wow. So sieht er aus. So, wir fangen bei 30 Euro an. Wer geht? Wer geht? Gib mal dem Link das Mikro. Danke. Also, jeder, der einen haben will, kriegt einen. Aber bitte nur einen. Ja. Ja. Wir sind schon da. Ja. Danke schön. Einfach jeder einen, der kriegt einen. Der sticht. Ja. Aber das ist schön. Sehr lieb von euch. Dankeschön. Ja. Ist gut. Schön. 40 Jahre alt. Wie kann man in 40 Jahren noch so alt sein? Danke schön. Moment, das sticht sonst. Das sticht, ne? Ihr müsst auch was. Ja, müssen wir zumachen. Das Ding sticht. Ich verkauf die für 5 Euro. Bitte. Ja, So schön auf der Mauer gesessen. Gib mir mal mit Fuß. Ihr seid Weißt du, wo Elke ist? Eben war sie noch bei mir. Also hat sie einen.